Berkant Otto lebt in Berlin-Neukölln. Er ist hier aufgewachsen, sein Vater ist Deutscher, die Mutter stammt aus der Türkei. Um seine zwei Söhne hat sich Berkant früher nicht gekümmert. Das war Aufgabe der Ehefrau. Ich würde sagen, ich war ein Pascha. Faul. Bestimmt über die Frau. Frau macht das, Frau macht dies, Frau geht arbeiten, Frau macht Haushalt, Frau macht Kinder. Und der Mann liegt faul auf der Couch. Doch dann hat ihn seine Frau verlassen. Plötzlich stand er mit den zwei Kindern alleine da. Einerseits sehen ja die Türken ihre Frau als Eigentum. Ja, das ist meine Frau und es ist natürlich schwer, wenn auch einmal die Frau weggeht, ist natürlich erstmal für den Mann ein Schock. Ja, wie kann die Frau mich verlassen? Ja, sowas gibt's nicht. Ist natürlich schwer. Erst macho, dann allein. So wie Berkant geht es vielen türkischstämmigen Männern in Deutschland, doch das sieht kaum jemand. Denn oft gelten sie als Paschas, Ehrenmörder oder Sozialschmarotzer. Integration sei für sie ein Fremdwort. In der Selbsthilfegruppe von Kasim Erdogan trifft sich Berkant mit anderen türkischen Männern jeglichen Alters. Hier reden sie über ihre Probleme. Die Erziehung der Kinder, die Vorurteile ihnen gegenüber, die Angst, Fehler zu machen. Auch Thilo Sarrazin ist ein Thema. Auf einer Pressekonferenz laden sie ihn ein, ihre Gruppe zu besuchen. Dass er pauschal die muslimischen Migranten kritisiert, ärgert sie sehr. Ich hätte mir gewünscht, dass er dann auch in seinem Buch erwähnt, ich habe türkische Dachverbände besucht, ich habe türkische Vereine besucht, ich habe türkische Müttergruppe besucht, ich habe türkische Vätergruppe besucht. Dann hätte ich gesagt, er hat, sage ich mal, sein Buch mit richtigen Inhalten auch gefüttert, gemauert. Aber das ist ja nicht der Fall. Berkant Otto hilft es, sich mit anderen Männern auszutauschen, denen es ähnlich geht. Seit 2 Jahren ist er nun alleinerziehender Vater, keine leichte Aufgabe. Doch Berkant meistert den Alltag immer besser.